Wenn jetzt beispielsweise Herr Gerber sagen würde, Herr Reichert, mir gefällt dieses Sofa nicht, räumen Sie das sofort weg, dann könnte ich das tun, danach hätte ich aber wahrscheinlich Rückenschmerzen, Leistenbruch, Bandscheibenvorfall, was auch immer. Wäre es doch super, wenn ich einfach ein bisschen mehr Power hätte, aber trotzdem noch ich selber wäre. Also, ich kann nach wie vor denken, ich kann fühlen, ich bin nach wie vor Kilian Reichert, aber ich hätte mehr Kraft. Und wie das geht und dass das geht, dass das jetzt auch schon geht in ganz, ganz vielen Bereichen, das möchte uns jetzt dieser Herr hier erklären, Armin G. Schmidt, und er zeigt uns ein Exoskelett. Herzlich willkommen. Übrigens ein lebendes. Hallo, wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Kurze Intro zu mir und zu uns. Ich bin Geschäftsführer von German Bionic. Wir sind ein Exoskeleton-Hersteller aus Augsburg mit Standorten in Tokio und Berlin. Was wir machen, wir unterstützen den Menschen, indem wir ihn quasi nicht ersetzen durch Roboter, sondern ihn mit einem Roboteranzug enablen, stärker zu werden. Kurzen Exkurs, was Exoskeleton-Bereiche sind. Also wenn Sie den Körper anschauen, gibt es Exoskeleton für die Beine, es gibt für den Rücken, für den hinteren Bereich und für die Arme. Und wir haben uns ganz stark auf den Rücken konzentriert, weil wir gesehen haben, dass die meisten Probleme im Bewegen von Gütern immer der Rücken eigentlich ist. Und wenn man jetzt Exoskeletone anschaut, gibt es sogenannte aktive und passive Systeme. Passive Systeme sind die, mit Federn arbeiten. Das heißt, der Mensch muss zuerst Kraft aufwenden, um wieder Kraft zu gewinnen. Und das andere sind aktive Exoskeletons. Das sind, was wir machen. Das heißt, es sind Batterien, ist eine Maschine, ist eine Engine mit in dem Gerät drin, die den Mitarbeiter quasi unterstützt. Wir haben auch eins mitgebracht. Mein Kollege steht draußen, er kommt gleich rein und zeigt, was er mit dem Gerät machen kann. Aber nur, um Ihnen ein bisschen vorher einen Eindruck zu zeigen, wo der Markt hingeht. Im letzten Jahr, 2018, wurden ungefähr 1000 Geräte verkauft, weltweit, von allen Herstellern. Im Jahr 2022 ist die Prognose, dass ungefähr 300.000 Geräte abgesetzt werden in diesem Segment. Das ist vor allen Dingen Produktivität zu erhöhen, das ist Prävention, natürlich, dass der Mitarbeiter nicht krank wird. Und die dritte Geschichte ist, dass man auch Mitarbeiter motiviert, diesen Job zu machen. Bei Vollbeschäftigung ist es immer relativ schwierig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sie das Gerät mal sehen. Und deswegen frage ich mal meinen Kollegen, dass er reinkommt. Also das Besondere ist hier nicht das BEX, sondern das Exoskeleton und mein Kollege. Wie Sie sehen, das ist das aktive Exoskeleton namens Cray X. Wir verkaufen das seit Anfang letzten Jahres, hauptsächlich im Logistikbereich, generell Material Handling, Produktion etc. Das Besondere daran ist, dass jedes Mal, wenn mein Kollege jetzt beispielsweise diesen BEX-Kasten hebt, dass er unterstützt wird bis zu 20 Kilo. Das heißt, sein unterer Rücken hat zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Gegenstand oder dieses Gerät oder diesen Bierkasten hebt, keine Belastung auf den Rücken. Das ist das Besondere daran. Die Sollbruchstelle am Körper generell ist auch der Rücken. Das Problem ist meistens nicht in den Armen, dann habe ich ein bisschen mehr Muskeln. Das Problem ist meistens der Rücken. Und magst du mal dazu noch was sagen? Ich soll dazu was sagen? Ja, die Party kann beginnen. Nein, ich glaube, ich weiß ja nicht, was mein Chef schon alles erzählt hat. Was für mich halt so als Träger dieses Exoskeletts jetzt sehr angenehm ist, es ist halt quasi, als würdet ihr einen Rucksack tragen, so einen Tracking-Rucksack. Da hat das ganze Gewicht eigentlich hier auf der Hüfte drauf liegen. Es ist eigentlich in erster Linie die Entlastung zu spüren. Ich selbst habe jetzt auch eigentlich immer mal wieder Rückenprobleme gehabt und finde das eigentlich, dadurch, dass ich auf der Arbeit öfter mal das Exoskelett trage, eigentlich sehr angenehm. Kann mir den Effekt schon ganz gut vorstellen. Ja, also was jetzt die Kunden selber angeht, ist wie gesagt überwiegend Logistikbereich, Gegenstände heben von A nach B, Paletten etc. Meistens so, dass natürlich auch die Akzeptanz der Mitarbeiter nötig ist. Das heißt, die wenigsten wollen im Tagesgeschäft dann irgendwie zusätzlich ein Gerät irgendwie mit rumtragen. Aber meistens ist es so, wenn die Mitarbeiter das Gerät dann benutzen,
nach einem halben Tag wollen sie eigentlich nicht mehr ohne arbeiten. Das ist eigentlich irgendwie das Learning, was wir jetzt im letzten Jahr vor allem bekommen haben durch die Kunden. Ansonsten gehe ich davon aus, oder wir gehen davon aus, dass sie eine Vielzahl von anderen Mitbewerbern von uns sehen werden in Zukunft, die ähnliche Geräte anbieten. Wir sind stolz darauf, dass wir der erste Hersteller in Deutschland waren, der so ein aktives Exoskeleton anbietet. Es gibt zum Beispiel auch Otto Bock, die Arm-Exoskeletons im passiven Bereich anbieten. Das Feedback, wie gesagt, von Kunden und auch von marktseitig steigert sich ständig. Interessant ist vielleicht letzter Kommentar noch, die am weitesten sind, das ist Japan. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Robotikmarkt in Japan wesentlich ausgefeilter ist als bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland ist Augsburg natürlich das Ground Zero von der Roboterproduktion. Deswegen sitzen wir da auch. Die Ingenieure, die wir haben, kommen eigentlich überwiegend alle aus diesem Roboterbereich, KUKA. Das Gerät selber zu entwickeln, hat ungefähr 6-7 Jahre jetzt gedauert. Und im Jahr 2018 sind wir das erste Mal quasi rausgegangen. Ansonsten später draußen können Sie gerne mal damit auch ein bisschen rumspielen, und mein Kollege ist dann auch da. Ich warte mit Kaffee. Genau. Dankeschön.